Hallo, mein Name ist Marius Ebert. In dieser kleinen Fallstudie geht es um betriebsbedingte Kündigungen. Und die Frage ist hier die Frage nach den Auswahlkriterien. Die Situation ist, dass es manche Menschen trifft und manche Menschen nicht. Nach welchen Kriterien werden die Menschen, die es trifft, ausgewählt? Beziehungsweise, der Schwerpunkt ist etwas anders, nach welchen Kriterien werden die Menschen ausgewählt, die bleiben? Die Rechtsgrundlage ist der Paragraph 1 Absatz 3 Kündigungsschutzgesetz. Und in Paragraph 1 Absatz 3 sind vier Kriterien, Sie sehen das schon an der Strukturzahl hier, vier. Da ist einmal die Betriebszugehörigkeit. Das heißt, wenn jemand schon sehr lange im Betrieb ist, dann hat er gute Chancen, dass er bleiben kann. Wenn jemand erst kurz dabei ist, hat er oder läuft er Gefahr, dass er gehen muss. Dass er also hier einbezogen wird in die betriebsbedingte Kündigung. Dann das Lebensalter. Tendenziell, je älter, desto besser ist man geschützt. Dann die Unterhaltspflichten. Das sind natürlich vor allem Kinder, aber es gibt auch Unterhaltspflichten im deutschen Recht für andere Menschen als Kinder. Also wo immer man unterhaltspflichtig ist, je mehr Unterhaltspflichten, desto besser ist man geschützt. Und der vierte Punkt ist in Klammern zu setzen, wenn vorhanden eine Schwerbehinderung. Das sind die Auswahlkriterien, die zu berücksichtigen sind. Und was man noch wissen muss, vorher ist noch zu prüfen eine Versetzung. Also Versetzung vor Entlassung. Man muss also prüfen, ob man den Mitarbeiter nicht anderswo innerhalb des gleichen Unternehmens beschäftigen kann, also ihn versetzen kann. Okay, das war's für dieses Video. Sie kennen meinen Spruch, Lernen ist nicht harmlos. Sie können sich beim Lernen verletzen, wenn Sie mit falschen Lernmedien arbeiten. Richtige Lernmedien, gehirngerecht Lernmedien. Finden Sie, wenn Sie nun klicken, unter www.spaßlerndenk-shop.de. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.